Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Ich muss dann ganz kurz gucken, was er da fährt. Ne? Ja, hier geht's weiter mit der Ernte. So ja, und zwar bis 0 Uhr muss ich mit durch sein. Dann soll angeblich Regen kommen. Und dann ist alles vorbei. Ne? Dann wird es, denke ich mal, nicht nochmal trocken werden. Ja, also die Ernte einbringen. Ja, und dann nachher schauen, dass wir ja, die Kühe demnächst mal versorgt bekommen und anfangen mit den Umstallen der großen Herde vom einen Stall in den anderen Stall. Den Stall werde ich dann verkaufen, damit ich eine Speicherdatei nicht zwei Stelle habe, dass ich das vertauschen könnte. Ne? Ja, alle Fahrzeuge dann in Richtung ja, auf dem Feld fahren, auf der 12, und bereit machen zur Übernahme. Der Umzug wird auch noch nicht stattfinden, das ist unwahrscheinlich, weil erstens die Karte fälschen muss, wir haben gerade Anfang Oktober. Nur der beste Optimist glaubt daran, dass es gleich kommt, also Anfang Oktober, ich denke mal eher Mitte, Ende. Eher Ende, aber wie gesagt, vorbereiten, wir haben, bereiten das alles vor, stellen die Fahrzeuge, die wir nicht mehr brauchen, aufs Feld. Ja, waschen, Reparatur, kein Thema, können wir auch noch machen. Kühe alle im großen Stall. Da werden sie versorgt mit Wasser und mit Futter. Und wenn dann noch Zeit und Laune ist, und wir können nicht alles tun, dann denke ich mal, gehen wir noch bei Hackschnitzel machen aus dem Wald. Wäre den Lux die Schlussfolgerung dabei, ne? Denn das haben wir ja noch, Holz. Ansonsten komplett Lager entleeren, Silo, die Silage verkaufen an die BGH und notfalls im globalen Markt fahren, wenn die BGH nicht so viel aufnimmt. Damit wir wissen, aha, wir haben alles weg. Wenn wir alles weg haben, dann können wir von heute auf morgen umziehen, ohne dass wir deswegen jetzt wegen paar Euros jetzt falschen, sondern im Prinzip sagen, okay, wir können mit dem Tag, wo die Karte da ist, umziehen. Das ist mein Ziel und dann mal schauen, ob wir dahin arbeiten. So, wir machen weiter mit der Ernte mit jo, 47 und mit 42. 42 arbeitet ein Drescher und bei der 47 halt zwei. Und die sind jetzt bei und fahren hoch und runter und der ist auch die erste Runde vorbeigefahren und macht jetzt die zweite Runde, denke ich mal. Das läuft. Oh je. Die Fahrzeuge haben jetzt mal zurückgefahren, ne? Wir fahren immer gleich aufs Feld. Waschen und Reparatur machen wir dann eher, wenn es hell ist. Beziehungsweise wenn es zeitlich noch geht, ne? Ansonsten, sag mal so, ist das nicht ganz so dramatisch. Wir können die auch hinterher noch reparieren und voll tanken. Also wenn wir eine neue Karte starten würden, dann beginnt ja die ganze Sache mit Tag 1. Da kann es noch alles weiß sein, theoretisch. Kann man nicht ausschließen bei Season, dass der Winter nochmal voll zuschlägt im Frühjahr. Am ersten Tag, dass wir eh nichts aussehen können. Wir können halt nur vorbereiten. Und das können wir mal wegmachen hier. Das irritiert, da ist die BGA, also die ist der Silo. Und die 4 Millionen Liter Silage will ich noch zumindest alles verkaufen. Also das muss weg. Das muss aber auch klappen mit Autodrive. Ne? Also ich will ja nicht mit jeden Tag die 4 Millionen Liter manuell auf den LKW raufbringen oder einen Traktor. Ne, das will ich nicht. Ich will das entsprechend nicht loswerden, aber halt ja, verwerten, ne? Dass es halt automatisch klappt. Bitte noch zu langweilig. So, aufpassen, kein Radrader kommt unterwegs, also einer im Weg stehen. Wir fahren in den Hexer erstmal auf den Acker. Hier aus 12. Da stellen wir hier so hin. Denn die Felder habe ich ja nicht bearbeitet von der Höhe her. Von daher ist das ganz gut. Das ist erstmal praktisch, ne? So. Hol den nächsten zurück. So, vorne mal kurz. Immer den Einfahrersrohr und dann vorne
einklappen will. Und der ging schön kaputt, also wieder um 10%, das ist schon heftig. Das wollte ich wegmachen. Das irritiert mich immer so. und stört mich auch. Ja, die Sojaernte, ja, das läuft anscheinend zurzeit. Die Silage ist auf dem Traktor drauf. Blocking. Wahrscheinlich ist das Ding jetzt wieder voll. BGH meine ich, weil der BGH, da gehen ja nur beschränkte Mengen rein, also verarbeitet ja nicht so schnell, ne? Und da wir auf 1 spielen, ist die Verarbeitungszeit sowieso ungünstig. Also auf 5 wird es gerade so gehen mit einem Traktor, ne? Ich hatte aber 2 eingestellt gehabt. Ja, gut. Nicht so tragisch. Aber wir haben bis jetzt rausgekommen aus dem paar Meter, weil das alles verarbeitet werden soll, bevor wir das wieder einkippen können. Ne? Ist ja unglücklich, wenn die Silage voll wäre, dann arbeitet er nicht weiter. Und dann können wir heute Nacht nochmal was Geld kriegen. Egal, gibt es zwar nicht so viel, aber die Zahlen ganz schlecht, die Brüder. So. Zweite Gerät. Erstmal hinstellen, auf Wartung und Reparatur. Das muss die Zeit bringen, ne? Also ob die Zeit dafür da ist, ne? Zur Not machen wir es halt in der nächsten Saison im Frühling. Das läuft hier auch, das klappt. Hier auch, das ist super. Hat er wieder einen Scheiß. Was hast du heute vor? Willst du mich heute ärgern? Ich mal ganz kurz. Jetzt geht's wieder. Wo hat er nicht angefangen? Ich vermute mal ganz stark, da ist irgendwas drin, was er ihm ins Land weggekommen ist. Er fährt auch querfeld ein, ne? Hier hat er jetzt weiter unten angefangen. Da, bestimmt da, Raps. Ah, ja. Ich muss mal schauen, kleine Karte aufmachen. Da sind auch nicht viel. Da sind auch nichts. Wir müssen dahin. Gute mal, dass wir da entsprechend bei Raps reingekommen sind und dann entsprechend das Neidwerk das nicht mitmachen wollte, ne? Oder andere Fruchtsorte da drin gewesen, keine Ahnung. Das ist halt ungünstig, ne? In der Spielerei haben wir keine Zeit normalerweise. Mal wieder weg. Ja, auch nicht so viel. Und Sonne reinscheint hier, ist ein bisschen ungünstiger. Ne? So, mal kurz guck mal hier gucken. So. Ich muss vorne wieder anfangen, nutzt ja alle nichts. Da muss ich eh die Runde fahren. Fährt er eh nochmal. So. Da sind mir die Jalousien vormachen von außen. Gibt ja noch hinzu, dass ich auch nichts sehe, ne? Also besonders wenig. Ihr könnt ja verdunkeln nebenbei. Ich kann nebenbei nicht verdunkeln. So.
Ja, ich nehme ganz stark, dass irgendwo was ist, was er aufnimmt und dann er sagt, Schneidfeld, nö, es geht nicht. Automatisch geht es dann umgestellt. Raps und Dings wäre auch so. Also fremde Fruchtsorten für Schneidwerk Gift. Dann geht da nichts mehr. Ne? So, das läuft noch wieder. Hoffe jedenfalls. 47 gut aus. Ich war hierbei gewesen, ne? Ich wollte den Kehrbesen holen. Und halt probieren, ob es klappt oder nicht, weiß ich nicht genau. Also müssen halt zumindest 40 im Auge behalten. Naja, das Ding können wir eigentlich verkaufen. Obwohl, würde ich gar nicht machen, auch mit Abwechslung, ne? Mal eine andere Frucht. Soja, ne, Quatsch, hier Sonnenblumen. Ich habe das entweder hier vorne das Besen oder auch bei den Kühen. Also bei den Kühen. Ich habe nicht zwei gehabt und habe mich was verkauft. So. Der nächste soll entladen werden, das passt. Wir haben jetzt Stunde geschafft im Spiel, also in Game, wo trocken war. Nach 19 Uhr halt, ne? Und dann habe ich ein bisschen so sehr die Zeit beschleunigt und war halt hier. Hier bist du. Den Stall würde ich verkaufen. Muss ja noch einiges machen, ne? Ist ja nicht so, dass ich jetzt sagen kann, ich kann verkaufen. Aber die Kühe. Ich glaube nicht, dass er anpasst. Das wäre zu. Das wäre auch nicht logisch, ne? Ne, das passt. Ne? Macht aber nichts. Den anderen Traktor nehmen. Und zwar. Hier, den da nicht, den ich einschalten können wir trotzdem. Ein Stückchen gespart haben wir von der Zeit hier. Diesen K2 können wir nehmen. Gewicht ist ab, das passt. Jetzt auch gleich den Anhänger, auf, das können wir gleich machen. Wir werden immer gleich aufs Feld fahren, ne? Das ist mir gleich erledigt. Das kommt sowieso hinzu. Wie gesagt, die Reparatur dann nachher, wenn es noch notwendig erscheint oder Zeit dafür da ist. Ansonsten würde ich eher umziehen und lieber dann die Wartung durchführen, ne? Dann mal in eine Richtung. Lass ein bisschen leichter. So. Also dicht. Kommen wir schnell zum Kühlen und holen den Kehrbesen und dann am Stall oder am Silo am Rand da davon wegnehmen. Dass wir das Stückchen Silage schon mal fahren können, ne? Können wir durchfahren. Heu war glaube ich alle gewesen, ja, heu war alle. Gras noch da, Diesel noch da, aber gut. Gras kriegen wir jetzt keins. Wüsste ich jetzt nicht, damit wir eine Wiese kaufen. Auf weitere Ernten würde ich nicht anfangen, ja, also jetzt zeitlich gesehen. Ungünstig. So. Kurzen kommen wir nicht rein, Stahl. Also breit reifen. Ja, dann können wir hier den Silo Seite das ganze Häckselgut wegnehmen, was da jetzt verbuggt ist.
dann können wir die vorhandene Silage, die jetzt im Barsch noch da ist, bei Gelegenheit jo, verwerten. Ne? Ob nur globaler Markt oder wie gerade, ist dann nebensächlich. Hauptsache verwerten. Ne? Dann wird dann entsprechend unser Kleingeld mehr verdienen. Ne? Wir haben doch kein Vermögen, aber ja gut, bevor ich das komplett abschreibe, weil Körnermais wäre jetzt auch gegangen, aber wie gesagt, Problem, es fehlen dann die Fahrzeuge, ne? Weil zur gleichen Zeit wirklich, ja, hätte ich mindestens noch drei weitere Drescher haben müssen. Das wäre ja finanziell, ja, pleite kann man sagen, ne? Körnermais wäre sicherlich finanziell ein bisschen besser gewesen, ne? Vom Arbeiten auch leichter, ne? Also, und das machen wir, wenn dunkel und hell ist, ne? Was machen wir im Dunkeln nicht? Wir müssen hier so rein und da entsprechend das Grüne entsorgen, ne? So, die Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ist dann noch schönen Rest Sonntag. Ja, morgen ist dann Montag. Und da kommt dann wieder ein Livestream darauf, von Thüringen. Und da werden wir alles so nach und nach wahrscheinlich anfangen mit Kühe umstallen, Kühe füttern noch den Rest. Wir müssen dann die Kühe wieder füttern, weil ich nicht genau weiß, ob es geht. Ja, und das Vorbereiten von Umzug, ne? Silage, weiß nicht, mal gucken mal ganz kurz, wie weit es schon gesilet ist. Es dürfte noch nicht so weit sein, ne? Also Optimist, sagen wir so 3-4%, vielleicht 6, vielleicht 8. Ne, das wird. Guck mal kurz nach. Ja, 9%, ja, immerhin, ne? So. Also zwei Tage kann man mit einplanen. Ne? Das ist so. So, dann mal tschüss. Ciao, ciao. Schon alle einen schönen Rest Sonntag. Und Rest ja, Wochenende. Ja, am Montag geht es von vorn los. Ne? Auch hier. Auf dem Arsch. Dann sag mal tschüss. Winke, winke. Bis dann. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.